Herzlich willkommen zurück, liebe Leute. Wir holen uns die Sprengsätze im Kommunikationsraum. Wo auch immer der ist. Ich hab Maß im Ärmel. Ich hab Maß im Ärmel, von dem du nichts weißt. Hört dir die Luft weg, ne? Totally amazing. Ist erledigt. Wir sind auf der Flucht. Die Base ist durch uns aufgeflogen. Aber hier ist ein riesiger Rift auf die andere Seite. Den müssen wir schließen. Das ist unsere Tasche. Oder war das was, was Sprengstoff schimpfen kann? Okay, jetzt wird es höchste Eisenbahn. Habt ihr das gehört? Ihr seht, die fressen an den Toten. Das haben wir ja schon gesehen an der Stelle, an der wir obdachlos waren. Dass die sich an den Toten ernähren. Aus irgendeinem Grund, irgendwie, irgendwas machen die mit denen. Ist die andere Seite vielleicht das Jenseits? Ist das gar nichts Spektrales, was wir uns hier versuchen einzureden oder so? Ist es vielleicht das, was wir uns als Jenseits vorstellen? Fressen die deswegen an den Toten und an den fast Sterbenden? Man weiß es nicht. Station. Lass mich in Ruhe. Da vorne ist der Riss. Unter Wasser. Und gigantisch. Da müssen wir irgendwie hin. Lass mich in Ruhe. Seht ihr, wie die immer aufgescheucht werden, wenn wir dran vorbeilaufen? Heißt das, die werden von den Lebenden... Oder müssen wir tatsächlich hier runter? Das ist Eiswasser, die können doch nicht sagen, dass wir hier runter wollen. Aiden, was hältst du vom Wasser? Nichts hält er vom Wasser. Okay, dann wieder zurück. Tut mir leid, das wollen wir dir nicht zumuten. Versuchen wir einen Weg daraus zu finden. Wie auch immer. Von hier sind wir gekommen. Das sind die Labore. Kommen wir hier rein? Ne, das können wir nicht aufbrechen. Uiuiui, manchmal Kameraführung from hell, muss ich schon sagen. Obwohl es zum Großteil wirklich hervorragend funktioniert. Komm schon, wir finden schon was. Will er uns hier reinjagen? Irgendwas hat er doch. Sag mal, woran hänge ich denn? An den Toten. Habe ich hier nicht schon mal drin? Hier war doch nichts. Noch ein toter Wissenschaftler. Okay, da soll ich nicht hin. Kann einem das Spiel auf subtile Art und Weise sagen, was man machen soll und was nicht. Wir finden schon einen Weg. Okay. Wir sind hier also noch lange nicht fertig. Vielleicht doch hier, von wo wir gekommen sind. Ich glaube ja fast nicht. Hier ist unsere Zelle. Unsere ehemalige. Wir sollen doch hier rüber. Hier, wir sind hier schon richtig. Irgendwas sehe ich noch nicht. Oder müssen wir tatsächlich mit Aiden durch das Glas ins Wasser? Aber der mag doch Wasser nicht. Hier müssen wir mit Aiden durch und aufmachen. Komm her, Aiden. Mach die Steuerung auf. Was ist denn hier der Knüppel um? Hier ist nichts. Absolut nichts. Und die komische Maschine. Keine Interaktionsmöglichkeit. Hier ist also nicht unser Ziel.
Hier drüben waren wir schon. Im Steuerungsraum. Hier gab es für uns nichts zu tun. Hier sind auch... Das ist kein Steuerungsraum, hier sind nur... Hier wurde mit Chemikalien experimentiert. Wir finden schon den Weg, dann ist das Ganze doch hier. Aber das ist da im Wasser, wir können doch hier nicht... Aiden geht ja nicht ins Wasser. Vielleicht sonst irgendwelche Interaktionsmöglichkeiten? Oh! Ist das ein Tauchanzug? Das ist ja ein Tauchanzug. Dann ziehen wir halt einen Tauchanzug an, ne? Huh? Und dann müssen wir halt da tauchen. Tatsächlich. Erinnert ein bisschen an Dead Space, ne? Krass. Stylisches Ding. Na dann. Auf Tauchstation. Aiden sich wohl im Wasser sehr unwohl fühlt. It's pitch black. There's gotta be a light on this thing. Boom. Keep calm, Aiden. Keep calm. Stay calm and keep walking underwater. Wahnsinnig dichte Atmosphäre. Seht ihr sie da oben fliegen? Die. Genau, da sind sie. Wir sind nicht allein. Wir müssen nur den Riss erreichen. Das Licht. Oh Mann, der Riss ist ganz in der Nähe. Stell dir mal vor, solche Teile gibt's wirklich. Stell dir mal vor, solche Teile gibt's wirklich und wir wissen es bloß alle nicht. Wahnsinn ist die Grafik hier. Oh! Ich auf. Auf zum Riss, los geht's. Und das Ding jetzt einfach zu. Hier, das gehen wir erstmal kaputt. Sprengsatz Nummer 1. Das ist der zweite. Kann leider nicht richtig für euch hochdrehen, dann hätten wir uns das Ding mal angucken können aus der Nähe. Aber wir zerstören es einfach. Wir haben eh keine Zeit zu verlieren. Nummer 2. Der dritte folgt zugleich. Komm schon. Nur noch ein kleines Stückchen. Werden sie böse. Ich hoffe mal, ich laufe den richtigen Weg. Ja, ich spüre, dass eine Unruhe aufkommt. Was geht's? Wo geht's lang? Kommt schon, Leute, ihr müsst mich bloß hier rauslassen. Falsch, sehr gut. Irgendwo hier war da. Ach ja, genau, hier sind ja die zwei Lichter, genau. Hier sind wir ja durchgekommen wie durch so ein Turbo. Da ist der Weg.
Sehr gut. You're going to die here with me. What? The greatest discovery the world has ever known. Destroyed because of you, stupid American bitch! Ja, natürlich. Alter, mach keine Gedanken. Random gepackt oder wollt ihr uns retten? Scheiße, scheiße, scheiße. Shit! Wasser, Wasser. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Ich kann dir nicht helfen. Jeder für sich. Was soll ich so abhauen? Bist du da? Okay, das sind Sympathiepunkte, würde ich nicht gestehen. You didn't think I let you down, huh? Ach, war das so ein Absichtsüberraschungsmoment oder was, du Penner? Blut ist. Okay, hoch. Bisschen tauchen, also ein bisschen tauchen.
schaffen's. Es ist arschkalt, aber wir schaffen's. Junge, du hast einen Kälteschock, das ist Krach. Ist der Schnee nicht herrlich warm? Fuck, I hate the cold. You still angry with me? I never had time to tell you this, but I love you, Jody. In other circumstances, it'd be very. But I wanted you to know, just in case we die here. So how about you? Huh? Do you love me too? Yeah. Yeah, I love you, Ryan. Great. Just. See you on the other side.